Und auf dem Amsterdamer Marktplatz haben wir heute einen Mann getroffen, der sich für die Menschen in Turkmenistan einsetzt, die von der chinesischen Regierung immer mehr unter Druck gesetzt werden. Wir sehen hier zum Beispiel, dass mittlerweile es sehr viele Konzentrationslager gibt in China, wie zur Nazizeit in Deutschland damals. Ja, und da sind über 2 Millionen Uiguren mittlerweile. Das Foto ist nicht aktuell, da steht zwar 1 Million, aber mittlerweile sind es über 2 Millionen. Und wir sehen auch unten, also der Mann, der diese der hier steht und das alles mitmacht und hier die Leute aufklären möchte, vermisst seine Familie. Er weiß nicht, wo seine Eltern sind, er weiß nicht, wo seine Brüder sind, weil er einfach keinen Kontakt zu ihnen haben darf. Wir haben auch erfahren, dass mittlerweile die Regierung so einen großen Druck auf die muslimische Bevölkerung macht in China, dass ihnen die Kleider gekürzt werden, dass Frauen für 20 Jahre in den Knast müssen, nur weil sie ein Kopftuch tragen. Männer sind sowieso in diesen Konzentrationslagern. Sie werden versucht, die ganze Zeit zu assimilieren. Wir sehen hier, wie die Bevölkerung auch versucht, so Turkmenistan einzunehmen. Und er ist hier, um diesen Kommunismus einfach einen Stopp zu geben und damit das alles einfach nur aufhört. Genau. Hier sehen wir die ganzen Lager, die verteilt sind. Also hier sind die ganzen Plätze von diese sozusagen Konzentrationslager, hat er gesagt. Also er hat das wirklich so mit Deutschland verglichen und meinte, dass das total schlimm ist. Okay? Selim çocukları mı bunlar? Tanışlarından, Uygurlarından var ya. Tamam. Das ist ein Freund von ihm und er sucht seine Familie. Er findet seine Familie nicht mehr. Also die wurden alle getrennt, sie werden versucht zu assimilieren. Ihre Sprache ist verboten, ihre Kleidung ist verboten. Sie dürfen sich kein Bart wachsen lassen, sie dürfen kein Kopftuch tragen, keine lange Kleidung tragen. Und wir sind heute hier, also wir haben diesen jungen Mann heute getroffen und sind dafür da, dass es endlich aufhört.